Na, wie geht's denn so? Und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Wir gehen heute in die Käfersteppe zurück. Und ja, gestern kam kein Video, weil ich meinen PC weggebracht habe. Und den Lüfter gewechselt habe. Und endlich ist dieser PC leise. Kann sein, dass man jetzt gerade ein bisschen hört, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit, deswegen muss ich alles auf einmal machen. Aber nein, das Mikro nimmt nichts auf. Er ist sogar jetzt leise. Und ich render gerade, tu Antivirus laufen lassen und nehme auf. Alles auf einmal. Habe genug Blätter. Ich überlege gerade, ob ich ob ich danke, Wally. Ich überlege gerade, ob ich direkt flieg zur Käferstätte und dann kurz zu Zora gehe oder ob ich von hier aus direkt gehe. War das hier? Ich muss erstmal wieder den Weg finden. Ich glaube, es war hier oben, nicht? Habt ihr. Oh. Oh, das war der Wind. Das war eine Spülung. Ich hoffe, die hört man nicht. Das. Und das ist jetzt ein LKW. Oder ein Traktor. Nein, ein Traktor. Also. Natürlich, wenn ich aufnehme. Moment kurz. So. Das ist weg. Da ist die Käferstätte. Da ist Licht. Und runter. Zack. Ich werde das Spiel heute voll durchmachen. Ich nehme alles auf. Genau, so mache ich das. Das ist auch eine Idee. Und ihr nicht? Du, du, du. So kann man sein Schwert auf trainieren. Wollte ich eigentlich tun, aber ich glaube sowieso nicht mit Waffen. Mir zu dumm. Ist hier wirklich Zauber ist so OP. Und wenn die Gegner zaubern, dann habe ich ein Problem. Deswegen muss ich auch zaubern. So. Sora. Zottel, 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 Zopf, Zopf. Zottel, Zottelkopf, Zottel, Zopf. Ich weiß nicht mehr. Hi, Venom! Du bist die. Ups. Woher weißt du das? Schau, wer hat dich auf dem Rücken eines großen Vogels fliegen sehen? Nun, dieser Vogel nennt sich Flugzeug. Mein Freund Dr. Gallenstein hat es gebaut. Kennst du noch andere Menschen in dieser Welt? Und ob? Und zwei von ihnen sind auch aus Großostheim, Hector und Gunilla. Das ist ja ein Ding. Ich kenne die beiden. Sie waren Teil des Experiments. Der einzige, der verschwunden ist, ist mein Großvater. Gott beschütze ihn. Wahrscheinlich ist er in dieser seltsamen Raumstation. Dr. Gallenstein wird mir helfen, mich und Wally dorthin zu bringen. Vielleicht ist das der einzige Weg, um nach Großostheim zurückzukommen. Zunächst muss ich die Gegenstände finden, die Gallenstein braucht, um mich ins All zu schicken. Wir haben bereits das Ventil für die Vulkanmaschine gefunden. Jetzt fehlt uns nur noch das große Wagenrad und Diamantenaugen. Beim Vulkanausbruch ist eine Menge Zeug in der Käfersteppe gelandet. Schau dich dort einmal um. Danke für den Hinweis. Übrigens, bei diesem Experiment. War da noch jemand außer dir, Hector, Gunilla und dein Großvater anwesend? Irgendjemand verursacht hier große Probleme. Und dieser jemand hat anscheinend etwas mit dem Experiment zu tun. Eine interessante
Theorie. Aber da war sonst keiner, außer dem Butler. Aber der Roboter, aber der war nur ein Roboter, der zum Reinigen des Labors programmiert war. Nun, in der Raumstation werden wir der Sache wohl auf die Spur gehen. Komm, sorry. Viel Glück, lass mich wissen, wenn du einen Weg zurückgefunden hast. Schnüff. Okay. Also, ihr wisst, was wir zu tun haben. Wir gehen in die Käferstätte zurück. Den ganzen Weg wie am Anfang. Wir können aber jetzt Attacken spammen, weil das ist egal. Hä? Da geht's nicht weiter. So. So. Mama, du hast mich geschlagen. Okay. Stirb. Ich mag euch alle nicht. Ihr seid komische Viecher. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich. Gut, Wally. Übertreib halt. Ich kann doch gar nichts. Okay. Ich wollte eigentlich meine Waffe hier trainieren, aber das müsste ich dann offscreen machen. Und das brauchen wir nicht, weil ich kämpfe. Nein. Okay, kurz ausruhen und weiter geht's. Ich bleibe an einer blöden 2D-Pflanze hängen. Habt ihr es gesehen? Die machen mir heute noch Schwierigkeiten. Okay, kurz chillen. Und los geht's. Nice. So, Käferstätte, wir sind da. Wir sind da. Dort. Ne, das war der falsche Weg. Ich glaube, da geht's da runter. Einmal außen rum und. Problem. So. Genau, einmal außen rum. Hoppala. Genug Blätter. Nektar. Nicht Nektar. Genug Nektar. Ich weiß gar nicht. Nein, das war der falsche Weg. Oh Gott. Hilfe. Genau. Ja, da ist es doch. Und los. Zack, zack, zack. Excalibur erreicht Level 2. Nice. Aufladen. Ich kann aufladen. Ging ja doch schneller, wie ich gedacht habe. Und da ist der Eingang. So, jetzt haben wir natürlich wieder den Ärger, dass wir den richtigen Weg finden müssen. Zack. Das ist nicht der richtige Weg. Und das war wohl der richtige Weg. Eigentlich gibt es ja nur. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur einen richtigen Weg gibt oder. Aber wenn man zweimal drüber geht. Okay. Geh links. Okay, geh nicht links, geh rechts. Runter. Wir müssen ganz runter. Nice. Ah. Wo bist du, der richtige Weg? Suche dich. Nee, rüber. Nochmal rüber. Nochmal rüber. Ja. Mist. Das war der falsche Weg. Wieder mal zurück. Irgendwann haben wir's. Okay, ist auch der falsche Weg. Irgendwann haben wir's. Wie gesagt, irgendwann. Zack, 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 zack. Dann da links. Und
dann da runter und dann da hoch, dann da hoch und da links. Dann hat er mich einfach so gehauen. Das Viech hat ein Problem mit mir. Kein Problem. Ich habe auch ein Problem mit ihm. So. Tot. Oh. Ey. Okay. Das war zu viel. Da hoch. Rüber. Da hoch. Da hoch. Gleich haben wir es geschafft. Nein. Nein. Verdammt. Na, wir sind ganz nah auf beim richtigen Weg. Nochmal hoch. Nochmal hoch. Ah, ich möchte den Boss schon noch besiegen. Versteht? Ey, nicht. Bin ich jetzt falsch gegangen? Mist. Darf ich nochmal zurück? Gott, ist das ein nerviger Scheiß. Schon wieder. Wie immer. Zack. Zack. Nee, 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 nee. Da nochmal nach links. Und da nochmal nach links. Nein. Ja. Ach komm. Komm an. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. 100 geht's. Einfach gerade. Gut, Wally. Der darf mich nicht beißen. Einmal da raus. Da wieder rein. Dann da raus. Und da rein. Und dann nach oben. Geh weg. So. Okay. Das haben wir. Und gegen wen müssen wir? Natürlich, genau, wieder gegen denselben. Ah, wir machen nicht blöd rum, wir machen gleich Höllen. Höllenfaust, erledigen den Kotz. Ich hoffe, ich tue heute nicht genervt klingen oder so. Aber wir machen das zum zweiten Mal, deswegen. Das meine ich mit. Extrem stark. Hallo. Habt ihr gesehen, was ich meine? Die zaubern einmal und ich hab fast über halbe Leben habe ich weg. Ich glaube, ich erledige ihn auf einmal. Man nimmt den Hund. Dann auf Zauber und dann kann man Spam. Mhm. Gerade überlegt. Machst du das? Jetzt aber. Ja, geschafft. Die Hand bewegt sich noch. Dun, dun, dun. Und wieder ein Kokon. Wenn wir nächstes Mal wieder hingehen, ist er wieder da oder was? Egal.
Wagenrad erhalten. So, jetzt brauchen wir noch die Diamantenaugen, nicht? Und die holen wir im nächsten Part. Also lasst eine Bewertung da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und abonnieren klicken, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Einfach draufklicken und tschüss.